Shalom, Shalom. Ich freue mich, dass ihr euch freut über meine Shaloms. Denn Shalom heißt allumfassendes Leben. Freude, Friede, Gerechtigkeit, alles. Ja, ihr Lieben, vor einigen Tagen hat mir ein lieber Freund aus der Schweiz mitgeteilt, dass Gott ihm gezeigt hat, es geht um die Füße. Ja, er konnte wenig damit anfangen, ich auch. Und dann habe ich gebeten, dass Gott mir zeigt, was bedeuten die Füße. Und jetzt habe ich in den letzten zwei Tagen hat er mir gezeigt, was es bedeutet, dass es um die Füße geht. In Apostelgeschichte 2, 32 bis 35 lesen wir, das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren, denn er sagt, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe, bis du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Ihr Lieben, und da hat sich einiges geoffenbart. Der Herr Jesus sitzt zur Rechten und wir sind mit ihm gestorben, begraben, auferstanden und mit ihm in himmlische Orte versetzt. Also wir sitzen zur Rechten des Vaters, in Jesus, mit Jesus und durch Jesus. Und obschon Satan seine ganze Autorität auf dieser Welt an dem Tag, an dem Jesus von dem Toten auferstand, verloren hat, lief er in den rund 2000 vergangenen Jahren als ein geistlich Gesetzloser umher und fuhr fort zu morden, zu stehlen und alles zu zerstören, die es ihm gewähren. Aber wie du weißt, wird er das nicht mehr lange tun können. Die Frage ist, wie viel Raum lassen wir ihm noch Menschen zu morden, anstatt dass wir sie retten? Und da habe ich so eine Offenbarung heute bekommen. Jesus sagt, er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt braucht Füße, das Haupt braucht Hände, das Haupt braucht ein Herz. Er hat uns den Auftrag gegeben. Es steht im Psalm 115, ich glaube 16b, dass Gott diese Erde den Menschenkindern anvertraut hat. Und es kommt ein Tag, an dem der Teufel seines Wirkens endgültig enthoben sein wird. Der Tag kommt, an dem das Böse, das er auf dieser Welt getan hat, auf dieser Erde, durch die Kraft Gottes vollkommen unter den Füßen zertreten sein wird. Die meisten Gläubigen wissen, dass das wahr ist. Sie haben deshalb gejubelt und gejauchzt, aber sie haben nicht wirklich verstanden, wie das geschehen wird. Ihr Lieben, ich hatte letztes Jahr im März 2019, war im Gebet und ich habe den Herrn angebetet und ich sah aus dem Himmel einen riesigen Feuerball kommen. Und ich habe gedacht, nein, wir werden alle durch eine Atombombe zerstört werden. Ich habe die Augen zugemacht, habe nur zu Jesus geschrien und habe die Augen aufgemacht und der Feuerball war kurz vor unserer Erde. Und er ist auf die Erde gefallen und nichts ist passiert, außer Kerker sind aufgegangen, jede Menge Kerker. Und Menschen sind herausgesprungen, wie Kälber im Frühling, die eingesperrt waren. Menschen, die sehr gebückt waren, sind aufrecht gegangen. Die Lasten sind von ihren Schultern gefallen. Menschen, die ganz ein dunkles Herz hatten, wurden plötzlich ganz Licht. Und der Herr hat zu mir gesagt, es fängt an eine Zeit, wo das Licht die Dunkelheit besiegt. Aber wisst ihr, diese Menschen, die haben nicht verstanden, dass sie selbst, wir alle und heute noch viele nicht, dass sie selbst jener Fuß sind, der die Werke des Teufels niedertreten soll. Wir sind berufen zu herrschen über die Werke des Teufels. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, du und ich sind die Füße. Wir sind die Arme, wir sind die Herzen, wir sind alles andere als der Kopf. Wir sind diejenigen, die seine Autorität und Kraft nehmen und Sünde, Krankheit und jedes andere dämonische Ding auf dieser Erde in Jesu Namen niedertreten müssen.
Wir sind jene, die Gott, wie in Apostelgeschichte 2,35 sagt, benutzen wird, um die Feinde Jesu zu seinem Fußschemel zu machen. Der ganzen Schöpfung. Legt den Kranken die Hände auf und treibt die Dämonen aus. Das könnt ihr nachlesen in Markus 16, 15 bis 18. Er sagt damit, gehe du und sei mein Fuß. Ihr Lieben, Jesus war in Bewegung die ganze Zeit, die er hier war auf der Erde. Er ist nicht herumgesessen und hat gejammert. Er hat sich Gott, seinem Vater zur Verfügung gestellt und er hat alles getan, was der Vater wollte. Er sagt damit zu uns, geh du und sei mein Fuß. Er sagte, alle Macht und Gewalt ist mir gegeben worden, im Himmel und auf Erden. Deshalb nehmt sie und benütze diese, den Teufel unter eure Füße zu tun. Aber anstatt ihm zu gehorchen, sind wir herumgestanden und haben uns gefragt, wann Gott betreffs der grauenvollen Zustände in dieser Welt wohl endlich etwas tun würde. Wir haben herumgesessen und uns gefragt, warum es so lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Wisst ihr was? Wir sind der Grund, weshalb es so lange dauert. Erstens einmal, dass wir hinausgehen in alle Welt und das Reich Gottes verkündigen. Aber nicht nur verkündigen, sondern es so mit Taten untermauern, dass die Welt erkennt, dass Jesus der Herr dieser Welt ist, dass er die Armen liebt, dass er Veränderung schafft, wo immer er hinkommt. Jesus wartet auf dich und auf mich. Er wartet auf uns, dass wir in der von ihm verliehenen Kraft und Autorität endlich hinausgehen, den Teufel an seinen Platz verweisen und die Welt einnehmen. Er wartet darauf, dass wir endlich im Glauben durch sein Wort erwachsen werden und uns mit dem beschäftigen, was Gott uns zu tun auftrug. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass wir ein sauberes Herz haben, ein reines Herz. Denn der Feind weiß, der kennt uns sehr gut. Und wenn wir nicht reines Herzens sind, dann hat er Angriffsflächen. Also bitte, im nächsten YouTube werde ich sprechen, wie wir ein reines Herz bekommen. Die Bibel sagt, dass einer 1000 in die Flucht schlagen kann. Deshalb soll man nie Missionare einsam, alleine ausschicken. Immer zu zweit. Und zwei 10.000 in die Flucht schlagen können. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, multiplizieren wir unsere Stärke. Wenn wir einfach zusammenkämen und uns darüber im Klaren wären, wer wir sind, wenn uns bewusst wäre, dass wir Jesu Füße sind, dann könnten wir Satan mit Leichtigkeit aus den Angelegenheiten der Erde hinaus katapultieren. Möchtest du im Reich Gottes aktiv sein, und zwar indem durch dein Leben Veränderung kommt, wo immer du bist? Oder möchtest du nur dich in die Runden der Jammerer und Meckerer und Raunzer und Ungläubigen setzen? Hör auf, herumzusitzen und auf die Wolken zu starren. Beginne im Geist auf Satan herumzutrampeln, herumzustampfen. Beginne die Werke der Schlange unter deinen Füßen zu befördern. Und dann können wir diese Sache abschließen und wirklich bald in die Herrlichkeit gehen. Gott möchte, ich glaube zum Beispiel persönlich, dass das Wort dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel, dass das noch nicht in dem Maß geschehen ist je, wie Gott es vorgesehen hat. Ihr könnt noch in der Schrift euch ein bisschen noch mehr informieren, in 1. Mose 3, 1 bis 14 und im 5. Mose 32, 30. Lest es noch. Der Herr segne euch und ich bete, dass ihr in den Füßen Leben bekommt und euch von Gott verwenden lasst, dass ihr, wo immer ihr seid, Hoffnung kommt, Freude kommt, Friede kommt, Liebe kommt und die Menschen um euch herum das wollen, was ihr habt. Denn die Menschen, ja, du sprichst lauter mit deiner Ausstrahlung als mit deinen Worten. Und Menschen, die Ausstrahlung Jesu haben, da wollen die anderen Menschen das, was du hast. Und Liebe muss da das Fundament sein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und so sehr will Jesus durch dich die Menschen um dich herum lieben, dass sie eifersüchtig werden auf das, was du hast und das wollen, was du hast. Lasst uns in diese herrliche Berufung hineinholen und bitte glaub mir, dass wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, kann jeder von uns reden.
wie er mich gerufen hat, habe ich gesagt, Herr, ich bin eine Frau und ledig auch noch. Dann hat er gesagt, ich habe schon noch Esel gesprochen. Und seither sage ich immer, Herr, ich öffne meinen Mund, aber du musst ihn füllen. Gott wird deinen Mund füllen mit Worten des Lebens, mit Worten der Freude, mit Worten der Anerkennung, mit Worten des Lobes. Mach dich auf, komm in Bewegung. Ich kann mich erinnern, ich war mal in Amerika, viele Jahre in Amerika, und da saß ich in einem schönen Auto in einem Parkplatz und dann sagt der Herr zu mir, so ist dein Leben mit mir. Du sitzt da in diesem schönen Cadillac und der Tank ist voll, der Zündschlüssel steht drinnen, aber du bleibst sitzen. Komm in Bewegung. Zünd den Schlüssel an und komm in Bewegung. Ich kann nur lenken, was in Bewegung ist. So lass dich in Bewegung bringen von Gott. Reich Gottes zu bauen, wo immer du bist. Shalom, Shalom.